Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und wir haben letzte Runde Rom erobert. Ja, und also die Stadt Roma. Jetzt werden wir uns noch die kleinen Inseln da krallen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Also, gut. Genau. Und diese Runde werden wir... Wir haben gerade was erforscht und deswegen können wir jetzt die ganzen Sachen hier updaten. Königliche Kaserne. Ist immer gut. Da rushen wir jetzt durch, damit wir die Besten der Besten machen können. Und sobald wir königliche Spartaner haben, ist eigentlich sowieso schon GG. Gut. Also eigentlich ist es jetzt schon so, dass man sagen könnte, man kann eigentlich fast nicht mehr verlieren. Weil, selbst wenn jetzt alle gegen uns sind, also was nicht so ist, also hier haben wir eine super Knautschzone jetzt. Selbst wenn jetzt Parthien und auch noch die Lusitaner gegen uns sind, selbst da können wir nicht mehr verlieren. Aus folgendem Grund, weil wir haben 57.000 und mit 57.000 kann man gut 4 sehr starke Armeen ausbilden, würde ich mal schätzen. Ja, und das reicht. Also selbst wenn ich hier jetzt alle 3 Armeen verliere, habe ich hier innerhalb von 4 Runden wieder 2 neue Fullstack-Armeen. Und wahrscheinlich würde der dann hier die ganze Fläche zurückerobern. Aber dann kommen meine neuen Armeen und vorbei. Ich kann das jetzt mal so machen. Oh. Die mögen uns. Oh. Mein Freund, ihr ehrt diesen Ort mit... Der mag uns. Da habe ich jetzt ein Problem. Der ist neutral. Da können wir Krieg... Ihr seid willkommen. Doch meine Vorfahren und mein Volk erwarten... Das? Unsere Krieger marschieren auf. Genau, dann Armenien ist ja unser Klientel. Stellt meine Geduld nicht mit euren. Das finde ich so lustig, dass die sind unser Klientelkönigtum. Die müssen eigentlich halt die Klappe. Die müssen eigentlich das machen, was ich denen sage. Und wenn ich sage, lass uns handeln und die sagen, nö, ist nicht ganz so realistisch, aber egal. Gut, also, wieso mag Parthien uns eigentlich? Warte, das ist das falsche. Diplomatie. Die mögen uns halt richtig. Die mögen uns 94, das ist krass. Militär gegen Seleukiden, ja, okay, die haben die Seleukiden nicht so ganz gemocht. Was man machen könnte, also Parthien ist halt riesig.
Was man machen könnte, wäre mit Partien ein Bündnis zu schließen. Willkommen, Freund, willkommen. Im Namen meines Herrn wer... Warte mal. Mal schauen, aber das macht, ich glaube nicht. Ja. Aber das wäre mal interessant, so ein... Also bei den anderen Let's Plays habe ich ja immer alles erobert, so ungefähr. Also fast alles bis zum Gewinn. Bis zum Gewinn, das klingt so blöd. Ja, bis ich gewonnen habe. Und jetzt wäre es halt lustig, vor allen Dingen, wenn ich Sparta spiele, die Krieger, also das Klischee-Kriegervolk. Und ja, ich spiele friedlich, also das wäre echt lustig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also momentan, also jetzt momentan werde ich nicht angreifen. Aber wenn ihr sagt, dass, ja, greif an. Come on. Was soll das? Ja, werde ich angreifen. Wenn nicht, dann nicht. Wow. Gut, also ich würde sagen, dann lasse ich die alle mal in Hab-8-Stellung. Der da kommt jetzt aber nach hier rüber. Genau. Den brauche ich eher hier. Du brauchst eine Frau. Du bist 19? Krass. So. Übersicht. Minus 3. Der hat schon eine Frau. Die hat einen Mann. Der hat noch niemand, aber der ist schon alt. 42? Hm. Ja, komm. Der hat noch keine Frau. Ich brauche Nachkommen. Ich brauche Nachkommen. Gut, dann nächste Runde. Yeah. So. Das ist halt jetzt die Frage, was macht Rom? Also... Das wäre interessant, wenn Rom... Alter, was geht denn hier ab? Ich könnte auch über Ägypten gehen. Vielleicht wäre es euch möglich, Schutzbündnis. Und ich frage mit dem höchsten Respekt, uns etwas Geld zukommen zu lassen. Ja, für 1000 kommen. Ist egal. Also mit denen mache ich dann auch noch Militärbündnis. Jagen. Rang erhöht. Mission fehlgeschlagen. Ja, ist mir egal. So. Ich bin echt gespannt, was Rom macht. Weil Rom geht jetzt sehr nach Norden. Das ist halt richtig interessant. Also Rom ist jetzt sehr gestreckt. Ich werde jetzt auch mit denen werde ich die beiden Inseln, also Korsika und Sardinien einnehmen und dann Richtung Karthago gehen. Hier weiß ich noch nicht, das müsst ihr entscheiden. Also sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob wir mit Parthien paktieren sollen oder sie vernichten sollen. Auf jeden Fall, hier gibt es noch genug Land zum Einnehmen. Ich kann mal kurz schauen, was die Ziele sind. Also Hellas. Genau, da brauche ich die da noch zu meinen
militärischen Verbündeten, aber das bekommen wir hin. Syria und Persis. Genau. Also, entweder wir schaffen es, Parthien zu unseren militärischen Verbündeten zu machen, oder wir erobern ihn. Dann gibt es noch wirtschaftlichen Sieg, 65 Siedlungen. Moment, also wir brauchen noch gut 20. Dann Hellas, Syria, Karthaginesis und hier Mesopotamien. Oder kulturellen, genau, Hellas. Da und da. Okay, kulturell ist easy. Also erhaltet mindestens eine Siedlung in 40 Provinzen, in denen eure Kultur dominiert. Ja, das ist auch kein Problem. Monument des Leonidas. Erforschen 30 Technologien. Das haben wir auch gleich. Monument des Leonidas. Was ist das? Nicht hier. Monument des Leonidas. Hier. Königliche Kaserne. Muss ich das dann auch erforschen? Ne, wahrscheinlich nicht. Okay. Aber an sich ist das also kulturell ist echt nicht schwer. Militär ist dann schon ein bisschen schwerer. Oder ein bisschen schwerer, also ist halt schwerer. Gut. Aber wie gesagt, also bisher habe ich ja immer das den militärischen Weg genommen. Und wenn ihr mal einen anderen Weg haben wollt, dann sehr gerne und einfach Bescheid geben. Und dann mache ich das. So, die letzte Mauer hat auch was bekommen. Uiuiui. Der ist schon richtig heftig und der ist erst 46. Ah ja, der, der ist wahrscheinlich einer, den ich neu rekrutiert habe. Nabatea. Nabatea ist auch nicht so klein, aber die mögen uns auch. Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen können. Doch bitte. Aber die mögen uns nicht. Ich kann euer Angebot nicht annehmen. Mein Kopf warnt mich vor euren gewandten Worten. Ihr leistet euren Herren gute Dienste. Doch leider könnt ihr mich nicht überzeugen. ...7000 Moderat. Leck mich. Saba. Die mögen mich... Und wieso mögen die mich alle? Was ist denn los? Ägypten mag mich auch? Der Pharao, Gebieter des Nils, segnet unser Treffen und wünscht, dass jeder die Wahrheit spricht, damit es zu einer Übereinkunft kommt. Überliefere euch die Zustimmung des meisterhaften Pharaos und seinen Dank für euren Umgang mit seinem demütigen Diener. Das hat mich jetzt überrascht, dass der das will.
Das hat mich jetzt überrascht. Willkommen, Freund, willkommen. Im Namen meines... Die haben den jetzt angenommen wegen Ägypten. Anschaulicht sich in diesem großzügigen Angebot. Okay, dafür sind sie noch nicht bereit. Partien. Seid willkommen. Ihr habt meine Sabah. Die mögen mich mit nicht. Ich mach mal mit allen, die. Mein Freund, setzt euch und regt mich mit euren. Die mich nicht mögen, fange ich mal Krieg an. Sehnen die Chance herbei, sich zu beweisen. Seid gegrüßt. Ich hoffe, ihr kommt mit ehrenhaften Boss. Also vor allen Dingen da oben. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Bei den Göttern, es herrscht Krieg. Lass die... Geten? Was geten? Seid gegrüßt und nun sprecht offen. Sagt euren Weibern, sie sollen Abschied nehmen von ihr... Kusch. Mit Kusch fange ich mit dann auch Zeit was an. Mit zwei Dinge an zu stinken. Fisch und ungeladene Gäste. Sprecht schnell, ehe ich die Geduld und... Okay, dann schauen wir mal. Also, die mögen uns. Hier im Norden wird es jetzt rumoren, das ist in Ordnung. Also, es wird in Ordnung sein, wenn die sich zoffen und der ihn hier wegdrängt. Dann kann ich Thrakia nehmen und nach oben gehen. Ich glaube, ich verschiebe jetzt die drei Armeen Richtung Ägypten. Ah, ich will noch den fragen. Krieg, mein Freund. Nein. Seid die Grüße, ob ich da durchgehen kann. Fühlt euch wie zu Hause und sprecht meine Bitte ist so bescheiden. Ja. Na gut. Euer Herz und eure Liebe für euer Volk. Ach komm. Ich fürchte, eure Götter segneten euch nicht mit der Gabe der Überzeugung. Ja, dann... Ich kann nicht zustimmen. Hier, Überzeugung. So, er ist überzeugt. Und ich marschiere jetzt nach da. Die Unbesiegbaren werden hier bleiben. Aus Gründen der Sicherheit. So, du bist schon gemoved. Okay, hier kommen die ersten Besucher. Ja, das ist doch wunderbar. So, dann werde ich hier mal eine neue Armee aufstellen. So, Bürgerkavallerie 4, spartanische Pioniere. 5, 4, zwei, vier, fünf. Ja, so gute Einheiten habe ich leider noch nicht. Ah, naja, es sind Spartaner, also wird das reichen. Gut. Das ist super. Das ist super. Dich wollte ich doch zum Armeebegleiter machen. So, die geht mal hier hoch und scoutet. Die geht hier hin und scoutet da. Gut, dann next one. So, der verschiebt jetzt alles, also ziemlich viel nach Norden. Die Überlegung ist auch, dass ich Rom
Vielleicht wäre es euch ja, militärisches Bündnis. Dann habe ich auch Hella jetzt unter meiner Kontrolle. Einsatz von Söldnern. Nee. Handelsabkommen aufgelöst. Okay. Jetzt ist die Frage. Kann ich Ägypten wieder befreien? Das würde mir nämlich sehr taugen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre sehr lustig. Also mit Rom habe ich ja noch ein bisschen Clinch. Und wenn ich die beiden erobert habe und hier Karthago auch, also wenn Rom hier weg ist, also ich mach mal auf der Karte, wenn Rom hier aus dem Mittelmeerraum weg ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es lustig wäre, wenn wir den erstens pushen und Frieden bieten. Also, dass er sich dann komplett auf hier oben konzentrieren kann. Also ich werde ihm dann, keine Ahnung, 10, 20, 30.000 geben, damit er gute Armeen ausbilden kann und hier alles befreien kann. Und dann ist er mit uns gut zu sprechen und vielleicht machen wir auch ein Militärbündnis. Mal schauen. Ah, das wäre lustig. Dann habe ich... Ganz ehrlich, ich will das mal probieren, ob das funktioniert. Also so ein bisschen... Ja, hier kann ich ja jetzt auch weg. Weil hier ist ja alles geschützt. So ein bisschen Intrigen habe ich schon mal gesponnen oder gespielt. Also auch bei dem Let's Play mit Jake zusammen habe ich immer den Norden ein bisschen gepusht. Und es würde mich echt interessieren, ob ich das machen kann. Also, ob ich den dann so pushen kann, dass er dann wieder gut wird. Das wäre mal sehr interessant. Gut, du gehst hier runter und schaust. Du gehst hier hin und schaust. Nein, du gehst dahin, Entschuldigung. Genau. Du kommst zu ihm. Die 300 bekommen ein Update. Oder der General. Banner heben ist natürlich immer gut. Der bekommt jetzt auch was. Erfahrung. 60.000 haben wir gerade. So. 60.000 und 19 bekommen wir pro Runde. Jetzt müssen wir ein bisschen pushen. Also Athenai, das kann ich hier wegmachen. Ephesus kann ich wegmachen. Nikomedia kann ich wegmachen. Hier kann ich wegmachen. Das bleibt. Side kann ich wegmachen. Hier kann ich das auch wegmachen. Tyros. Das bleibt noch. Edessa kann ich wegmachen. Lilibion. Ja, nee, das bleibt noch. Brundinsum bleibt nicht mehr. Apollonia. Ja doch, das muss bleiben für hier oben. Genau, das war's dann, ja. Gut. Okay. Das werde ich dann demnächst ändern. Also ein paar Runden. Hier brauche ich ja 14 Runden, das ist ein bisschen happig. Aber in Ordnung.
Gut. Ah, wir sind schon wieder fertig. Aber das mache ich gleich. Der Römer hat ein bisschen zurückerobert. Okay, also so schlecht ist er wirklich noch nicht. Karthago bietet euch die Chance zum Leben. Ihr tätet gut daran, sie zu ergreifen. Karthago. Ist Rom und Sueben? Mein Herr wünscht eurem Volk Geld. Zusammen? Also ein Bündnis? Also eben einfach so. So eben, einfach bei den. Durch die Armee gestafft ist. Warte mal. Rom. Ja. Defensiver Verbündeter, Sueben. Das ist ja mal sau interessant. Feier ich ein bisschen? Sie sollen vor uns niederkommen wie eingesperrte Hunde. Super interessant. Dann würde ich sagen, gehen die. Also Sparta lässt grüßen, geht wieder hoch. Weil das dann doch nicht ganz so sicher ist, dass die Odrysen unsere Nordgrenze sichern. Weil da sind jetzt schon 3 Fullstack-Armeen von Rom und eine von Sueben. Cool. Nice. Mag ich. Gefällt mir. Weiter so. GG. WP. Und so weiter. Ah, die sind auch ein bisschen aggressiver geworden. Ja, wobei, die verhungern hier. Also, kein Grund zur Sorge. Du gehst weiter hier hin. Du brauchst noch 2 Runden. So, ich warte mal auf den. Schauen wir mal, was da noch gibt. Athenai, genau. Jetzt sind die ganzen Dinger fertig. Athenai. Ja, Randgebiet für Athen finde ich eigentlich nicht so schön. Ja, öffentliches Forum. Das ist halt. Ja, das kann das sein. Hier gibt's schon 2-mal Ding. Ja, okay. Forschung. Wassertank. Gut, also 150 Nahrung haben wir auch noch, also ist auch noch mehr als genug. Ja, das da machen wir. Dich habe ich schon gemoved, den habe ich noch nicht gemoved. Die Unbesiegbaren, die bleiben auch erstmal da. Die bleiben unbesiegbar, weil sie nicht kämpfen. Gut,
dann würde ich sagen, schauen wir uns den Rest das nächste Mal an. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.